herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem virtuellen Nachttee. Ja, ich bin ein bisschen zögerlich, die Zeitsprünge zu machen und vielleicht allzu sehr unsere Jahrhunderte mit den damaligen zu vergleichen, aber ganz sicher ist, dass man damals auch alles versucht hat, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und manchmal erinnern mich diese Zoom-Kommunikation, dieses Hören Sie mich, funktioniert es jetzt, ganz gar an die damalige Zeit und diese ganz vielen Bemerkungen, die man in den Briefen finden. Haben Sie meinen letzten Brief bekommen? Oder haben Sie die Nachricht bekommen, die ich dem Bankier Itzig eingelegt habe? Also auch damals hat man immer versucht, wirklich in Verbindung zu bleiben. Und das Zusammenkommen heute, denke ich, unser Versuch, unbedingt in Austausch zu kommen, liebe Beate und liebe Gäste, das ist etwas, was Rahel Wien-Farnhagen ganz sicherlich gefallen hätte. Also damit herzlich willkommen zum virtuellen Nachttee, zu einem Raum, hoffe ich, für Gespräch und Debatte. Und ich habe Ihnen ein paar Bilder und Zitate und Thesen mitgebracht, um diese Debatte anzuregen. Und von den vielen, da ist das sehr schöne Bild. Danke, Merte. So soll es nach unserer Debatte bei Ihnen allen aussehen. Denn ich darf sagen, ich möchte ganz gerne mit einigen vielleicht Widersprüchen, Bildern, Salonlegenden auch aufräumen. Und eine ist, und deswegen standen die trockenen Kekse auch in Anführungsstrichen tatsächlich, bei diesem Versuch, das Philosophische zu betonen, wurde Rahel und ihrer Dachstube gerne nachgesagt, dass die Magd dort nur Tee und trockene Kekse serviert habe. Aber far from it. Also nach mehreren Jahrzehnten Recherche weiß ich, es gab auch Damenbier, einen guten Punsch. Und wenn der Prinz kam, wurde dem Punsch auch Champagner beigemischt. Es gab Abendessen zu 3 oder 4 Gängen. Bitte also fühlen Sie sich wohl mit jeglichem Getränk, was immer die Debatte anregt. Das wäre im Sinne der Gastgeberin. Ich habe mir überlegt, dass ich diesen Beitrag zu einer Frau, die für unheimlich viele Zitate und Aphorismen und philosophische Sätze heute berühmt ist, unter 2 ihrer berühmtesten Fragen stelle. Das erste ist, was ist interessanter als ein neuer Mensch? Und die nächste Frage ist, was ist der Mensch anders als eine Frage? Zum Fragen und demütigen Warten auf Antwort sind wir hier. Ich stelle gerade mit Entsetzen fest, dass man hier nicht weiter will. Deswegen müssen wir ein bisschen Hand anlegen. Aber auch das macht nichts. Hier haben Sie eine der anderen berühmten Zitate. Auch das habe ich Ihnen mitbringen wollen. Vielleicht haben Sie die typische und berühmteste Spruchpostkarte, zu der es Rahel Wien gebracht hat, schon mal irgendwo gesehen. Ich habe sie mir mal in Hamburg gekauft. Auch das ist ja eins der Zitate, das ich Ihnen wünsche, dass wir das Leben heute ein bisschen auf uns regen lassen. Was ist also Rahel Wien? Und meine 4 Fragen wären ganz einfach und bescheiden, scheint es, aber Fragen, die mich wirklich beschäftigen und die ich gar nicht alleine beantworten kann und gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Meine Fragen als erste wären, wer ist es? Die zweite ist, was können wir überhaupt wissen? Das dritte wäre, auch im Sinne des Salons, was wurde über Sie geredet, also bis heute geschrieben? Und dann die Frage an Sie selber, wie wäre Sie vielleicht selber gerne erinnert worden. Wenn man heutzutage mal guckt, eine einfache Recherche bringt Ihnen, wie Sie sehen, Rahel Wien-Farnhagen in vielen Farben. Ausgehend von einem berühmten und einem der wenigen Pastell aus dem Jahre 1818 hat sie heute, wie man sieht, verschiedene Farben bekommen und verschiedene Gestaltungen. Sie hat aber vor allem viele verschiedene Nachrufe erhalten. Ich weiß nicht, was Ihnen so begegnet ist im Internet, aber ich war überrascht. Sie ist natürlich eine Lichtgestalt der literarischen Salons, alles hier top aktuell. Sie ist wieder aufgenommen, nicht zu empfehlen übrigens, in das Buch der eigensinnigen Frauen. Und ich frage mich, warum man im Jahre 2021 noch schreiben muss, verehrt und geachtet in einer Männerwelt. Aber auch der Spiegel nennt sie die Influencerin der deutschen Romantik. Ich finde, da ist doch die Frage berechtigt, was ist sie wirklich? Und Sie gestatten mir, dass ich im Folgenden ein bisschen an den Legenden kratzen darf oder sie mit ihnen hinterfragen und die These aufstellen, dass sie in der Nachwirkung bis heute, seit ihrem Tode oder vielleicht noch zu späten Lebzeiten, von da die 200 Jahre bis heute mindestens ebenso wirkungsreich war wie zu Lebzeiten. Dass der große emanzipatorische Effekt Rahel Wien-Farnhagens vielleicht sogar in ihrer Nachwirkung liegt und in dem Bild, was wir uns alle heute von ihr haben. Hier tatsächlich
ein Bild, das sie selber sehr gemocht hat, von Wilhelm Hensel. Wer ist's? Rahel Levin Farnhagen, um es ganz kurz und allgemein zu sagen oder sie daran zu erinnern, es wird oft im Sinne eines Märchens erzählt, ein einfaches Bürgermädchen in Berlin, geboren 1771, wie sie selber sagte, am Pfingsttage, auch das bemerkenswert für eine Jüdin, heute festgelegt auf den 19. Mai, gestorben in Berlin 1833. Sie gilt heute als Saloniere, Philosophin, Autorin und all das wird sie sich selber auch zugeschrieben haben, vor allem aber darf man sagen, dass sie Zuschreibung selber überhaupt nicht leiden mochte und sehr viel Wert, also darauf gelegt hat, sich nicht festlegen zu lassen auf das eine oder andere und ihre Rollen die ganze Zeit hinterfragt hat. Ich glaube, insofern hätte sie viel Spaß gehabt an ihren eigenen Rezeptionssträngen bis auf den heutigen Tag. Sie wissen vielleicht, Salons, um in einem Paradox zu sprechen, hat es um 1800 gar nicht gegeben. Deswegen ist es so interessant und lohnend, sie zu erforschen. Das heißt, die Grundidee, die man heute vielleicht in der minimalen Definition von einem Salon hat, dass eine gemischte Geselligkeit in den Räumen einer Frau oder, wie heute Abend auch, initiiert von einer Frau, zu keinem anderen Zweck als zum Austausch über Literatur, Kunst, Philosophie und das Menschliche an sich. Diese Definition haben Forscher an die Zeit herangetragen und sozusagen im Nachhinein den Damen gegeben. Die Berliner Salonieren hätten sich gegen den Begriff gewehrt. Sie haben sich selber nie so genannt. Man sprach von einer Versammlung, von dem Teetisch. Wir treffen uns heute Abend. Man hielt es bewusst offen. Rahel Levin Farnhagen sprach selber vom Nachttee. Also das ist einer ihrer Begriffe. Aber im Allgemeinen legte man sich bewusst nicht fest. Denn das, was man tat, war ein Experiment. Ich lade Sie jetzt also ein, mit mir zu diesem Experiment zu reisen. Zu der Frage, was können wir wissen, stellt sich als allererstes die natürlich zu den Quellen und zu den Bildern, die ich gerade gezeigt habe, muss ich leider sagen, das sind die ganz, ganz wenigen. Und dies hier ist das einzige originäre Bild, das wir aus Lebzeiten von ihrer Geselligkeit haben. Von Erich Simon aus einer Zeitschrift zur Illustration tatsächlich damals, man spricht ja manchmal von ihrem zweiten Salon, jedenfalls aus den biedermeierlichen Jahren des Berlins. Das können Sie auch ein bisschen erkennen. Die Damen plaudern. Man ist auch so ein bisschen angedeutet, aus welchen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten sie kommen. Aber dies ist tatsächlich das einzige Bild, was Sie sich auch machen dürfen. Nein, machen dürfen, dürfen sich natürlich viele. Aber was wir tatsächlich belegen können. Sonst würde ich Sie jetzt am liebsten in den Raum fragen, ist der Salon ein rein mündliches Phänomen. Man traf sich zum Gespräch an ganz unterschiedlichen Orten und es gibt aus der Berliner Zeit keine Gästelisten, keine Erinnerungen. Die von Henriette Herz, die manchmal und gerne gelesen werden, sind nicht von ihr verfasst, sondern von einem späteren Ghostwriter. Es gibt also nichts, was uns wirklich erzählt, was da stattgefunden hat. Und wenn Sie sich zum Beispiel heute Abend vorstellen, auch das, wenn es nicht aufgezeichnet würde, würde ja verschwinden. Man kann also nicht wirklich in den Salon hineingucken. Das Einzige, dazu kommen wir später noch, was wir wirklich und wirklich haben, sind Briefe. Und wenn Sie sich aber vorstellen, wir reden von Briefen aus dem 18. Jahrhundert, von Frauenbriefen, deutsch-jüdischer Geschichte. Das heißt, das ist Kulturgut sozusagen, das schnellstmöglich und in der deutschen Geschichte besonders verloren gegangen ist. Selbst wenn Sie heute Abend freundlicherweise im Nachgang eine WhatsApp schreiben würden und sagen, wir haben da und darüber gesprochen oder es sah so und so und so aus im Wohnzimmer von Frau Lund, wenn von 5 WhatsApps 2 übrig bleiben, dann können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, daraus das wirkliche Geschehen zu rekonstruieren. Nichtsdestotrotz, deswegen sagte ich am Eingang, ist es so spannend, es zu erforschen, weil das Experiment damals wirklich die Grenzen der Gesellschaft gesprengt hat. Ist es, glaube ich, ein bisschen gesprungen. Da, ich mache mal da weiter. Ich habe Ihnen einen O-Ton mitgebracht. Ein Billett. Entschuldigung. So, da ist es. Ich hoffe, Sie können es lesen, sonst darf ich es vielleicht ausnahmsweise einmal vorlesen. Was Sie hier sehen, ist im Original ein Zettelchen, noch ungedruckt, liegt im Nachlass der Rahel Levin.
Und dieses Zettelchen an sich ist fast der ganze Brief. Damals hat man es Billett genannt, das wissen Sie wahrscheinlich. Das sind neben den verschlossenen und versiegelten längeren Briefen die Kurznachrichten. Also sozusagen die SMS des 18. Jahrhunderts, mit denen man, und deswegen sind wir heutzutage froh, sie zu finden, sich verständigt hat. Also wenn es schnell gehen sollte, nahm man ein Stück Papier, riss es in der Mitte durch, beschriftete es, gab es dem diensthabenden Boten mit und die Kollegin antwortete sozusagen auf der Rückseite. Und so ein Billett, Rahel Levin-Farnhagens, habe ich Ihnen mitgebracht. Sie sind gewiss schon vom König. Bei uns ist heute Nachttee. Kommen Sie ja zu uns. Wir haben sonst alle keine Ruhe und Vergnügen schon gar nicht. Auch verspreche ich Ihnen den schönsten Kuchen oben an. Bringen Sie doch Ihren Nachbarn mit, wenn er schon zu Hause ist, und hinterlassen Sie es ihm, wenn er es nicht ist. Ich erwarte Sie. R.L. Rahel Levin. Und wenn ich Sie jetzt bitten darf, sich zurückzuversetzen in die Zeit um 1800 und in die preußische Ständegesellschaft und in die Zeit, dass ein wenig über 20-jähriges, junges, unverheiratetes Fräulein diesen Zettel an einen schwedischen Aristokraten schickt, dann sagt Ihnen das einiges über das Wagnis, was da eingegangen wurde, und auch den Wunsch nach Gleichheit, den man dort eingeht. Sie lädt also einfach mit einem Kuchen, einem Nachttee, dem Versprechen guter Gesellschaft und dem Versprechen, dass man, dem Kompliment, dass man ohne ihn sich langweilen würde, wirklich einen deutlich hochrangigeren Mann ein. Und ich kann Ihnen versprechen, er ist gekommen. Hier ist das Bild, was vielleicht am berühmtesten ist und als solche ich Sie jetzt um 1790 zu erinnern, bitte. Das einzige Gemälde, das wir haben, von Rahel Levin. Bei diesem Bild kommt noch einmal die Frage auf, wer war sie? Sie kennen sich vielleicht als Rahel, Rachel, Farnhagen, Ralle, Rellein. All das war sie und war es zugleich auch nicht. Der Name spricht in diesem Falle Bände. Sie wurde geboren als Rahel, Tochter des Markus Levin. Aber Rahel Levin hat sie auch nie wirklich geheißen, sondern der preußische Staat hat irgendwann festgelegt, dass die Juden sich, anders als sie es gewohnt waren, sozusagen einen Nachnamen zulegen mussten. Und dann hat der Vater sich Markus Levin genannt. Oder Levin Markus, auch das ist über. So kam sie zu dem Levinschen Nachnamen. Um sich ihrer christlichen Umwelt anzupassen, nannte sie sich lange vor der Taufe Rahel Robert. Sie finden also auch Briefe mit die Robert. Begraben wurde sie als Friederike Antonie Farnhagen von Ense. Da ist die Rahel ganz verschwunden. Sie selber hat sich oft auch ihre Freundin nur genannt, unterzeichnet. Ihre Freunde selber nannten sie die Kleine, die Levi. Sie sehen schon, wie sie selber sagt, ich bin in Verlegenheit um einen Namenszug. Sie sagt aber am Ende, Rahel, das bleibt mein Wappen. Und die Forschung streitet sich bis heute ganz aktuell auch darum, wie man sie in diesem Festjahr zu ihrem 250. Geburtstag nennt, wie man über sie schreibt, wie man sie ausstellt. Die kritische Salonforschung hat, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können, ihre Bücher und Briefe angefangen unter diesem Kunstnamen Rahel Levin Farnhagen zu veröffentlichen, in dem Bewusstsein zu sagen, wir müssen möglichst viele ihrer Identitäten in einen Namen packen. Aber wir machen auch deutlich, dass es nicht ihr eigener ist. Also einen endgültigen Namen hat sie nicht, sie schillert weiter durch die Literatur. Ich erzähle das auch deswegen, weil es bei weniger prominenten jüdischen Frauen zu dieser Zeit ganz entscheidend ist, eigentlich einen Namen für sie zu finden. Eine ihrer Freundinnen, Hitzel Bernhard, spätere verheiratete Vlies, die noch zweimal in ihrem Leben heiratete und am Ende ihres Lebens Wilhelmine von Sparre und zwischendurch Gräfin von Beuel war, zu Lebzeiten genauso gut vernetzt, genauso berühmt wie Rahel Levin Farnhagen, aber ohne Ehemann, der sie überliefert hat, ist heute im Archiv auf 4 Kästen verteilt. Und wenn man nicht wirklich weiß, dass diese Frau 4 Namen hatte, kann man ihre Lebensgeschichte nie schreiben. Und selbst bei Rahel Levin Farnhagen ist es so, man muss also ihre verschiedenen Namen immer noch bis heute zu einer Identität zusammenpuzzeln. Eine weitere Legende, mit der ich aufräumen darf und möchte, sind die berühmten, Sie haben es Anfang in den Internetseiten vielleicht kurz gesagt, Auflistungen, die man bis heute gerne liest. Die Damen der Salons werden ja deswegen berühmt, weil so berühmte, in Anführungsstrichen, Männer bei ihnen waren. Das ist ein Phänomen, das finden Sie in der Salongeschichtsschreibung aller Jahrhunderte. Sie wurden oft ja auch als die Musen der Dichter
dargestellt, wobei dann gerne vergessen wurde, dass sie selber mitgeschrieben haben und eben nur anonym veröffentlicht. Nichtsdestotrotz, von Rahel Levin-Farnhagen wird bis heute und nicht zu Unrecht erzählt und in einem Satz gerne aufgelistet, bei ihr verkehren Männer wie. Und dann sind es die beiden berühmten Brüder Humboldt, die berühmten Brüder Schlegel, Heinrich von Kleist, Heinrich Heine selbstverständlich, Madame Nestahl, Friedrich Schiller, große Aufzählung. Die finden sich in allen Kurzdarstellungen, die sie heute finden. Das geht aber schon seit dem 19. Jahrhundert so. Das stimmt auch, die Namen waren bei ihr. Aber das, was hier in einem Bild zusammengefasst sind mit dem jungen Heinrich Heine, das hier sein soll, etwas nachdenklich über ihren, oh, Entschuldigung, Sessel schauend und dort vielleicht den älteren Wilhelm von Humboldt. Diese Darstellung ist im Einzelnen berechtigt, aber sie fasst 30 Jahre gesellige Arbeit zusammen. Und als die Männer kamen, 1790 etwa, in den Anfang der 1790er Jahre, waren natürlich Wilhelm und Alexander von Humboldt keineswegs die berühmten Brüder Humboldt, sondern zwei junge Studenten, die sich fürchterlich gelangweilt haben in Berlin. Friedrich von Gentz war ein verschuldeter Publizist, der wenig später über Nacht nach Wien fliehen musste. Friedrich Schlegel war ein Pastorensohn auf der Suche nach einem Verleger. Es waren hochinteressante, aber deutlich jüngere Männer. Also das Bild wird, wenn man sich eins machen möchte, jünger. Und hier bringe ich Ihnen einen Ausschnitt mit aus einem der ganz wenigen Filme, in denen Rahel aufgetaucht ist und dargestellt wurde. Vielleicht, wenn Sie die Schauspielerin kennen können, das ist diejenige, die auch in den Brünetti-Filmen die wunderbare Sekretärin spielt. Allerdings hat sie für diesen Film, und das muss man ihm vorwerfen, eine längere Nase bekommen. Also bis zum heutigen Tage macht man sich Bilder davon. Was ich aber damit sagen wollte, ist, zu Besuch kamen um 1790 in der Jägerstraße junge Männer und Frauen verschiedenen Standes, verschiedener Herkunft, neugierig aufeinander, verschiedener Religion, Franzosen, Berliner, Preußen, Polen, Juden, Christen, Atheisten, Männer und Frauen, Adlige und Bürgerliche und der nicht bezogene Stand der Juden, trafen sich in einem Raum zu nichts anderem als zum Gespräch. Die Tatsache an sich, dass man sich traf, das können Sie sich vielleicht vorstellen, war aufregend genug. Und dass aus diesen jugendlichen Kennenlernen, Diskussionen, dann Beziehungen erwuchsen, die über 30 Jahre gehalten haben. Dass also die junge Levy dann zum Wiener Kongress als Frau von Farnhagen noch mit Wilhelm von Humboldt dann politisch verkehrt hat, das ist das ganz Besondere dieser damaligen Zeit, dass man Verbindungen schuf, sich so gut kennenlernte, dass man auch dann, als die Verhältnisse wieder formeller wurden, weiter miteinander verkehren konnte. Das Besondere also an sich war das Gespräch, ich muss nur ab und zu mal, ach, entschuldige, meiner Technik nachhelfen. Genau, hopp. Das Gespräch, über dessen Wert bis heute diskutiert wurde, wird, Gershom Scholem hat es mal so formuliert und ich illustriere es hier mit dem berühmten Denkmal am Koppenplatz aus Berlin. Das Gespräch, dessen Ende bis heute auch bedauert wird, der sogenannte deutsch-jüdische Dialog. Und von dem Gershom Scholem dann 1964 zu Recht behauptet hat, das hat es doch gar nicht gegeben. Aber die Zitate, die Erinnerungen daran sind sehr mächtig und dieser besondere Moment und das Denkmal verkündet ja nicht nur das Ende der deutsch-jüdischen Geschichte zu einer gewissen Zeit, sondern auch die Tatsache, dass es dieses gemeinsame an einem Tisch sitzen gegeben hat. Dieser Inhalt dieser Begegnung, so kurz wie sie vielleicht gewesen sein mag und so fragil auch, das ist es bis heute, gilt bis heute als das Besondere der Berliner Salons und darin ganz besonders mit besonders gemischter Gesellschaft und mit besonders besonderem Gesprächstalent ausgestattet, Rahel Levin-Farnhagen. Ich sagte schon, das ist hier nur die Illustration dazu, was man hat von diesem Gespräch, sind nur Briefe, einen ganz kleinen ungedruckten, nur mal in der Schrift der Zeit habe ich ihn hier mitgebracht, damals noch aus Zehlendorf bei Berlin, damals noch ein Dorf, und eine der bis heute unausgeschöpften Quellen, hier die junge Rahel und ihren lebenslangen Briefpartner, den schwedischen Diplomaten Gustav von Brinkmann, den sie gemeinsam mit Humboldt in den 1790er Jahren kennenlernt
und der deswegen für ihre Geschichte wesentlich wird, weil er ein manischer Briefsammler ist. Er schreibt gerne Briefe und er sammelt Briefe. Und er sammelt Briefe von all seinen Gastgeberinnen in Berlin, übrigens auch in Hamburg, da ist noch einiges in seinem Archiv zu entdecken, in Paris. Prinz Louis Ferdinand hat über ihn behauptet, andere schreiben Briefe der Liebe wegen, er liebe, um Briefe zu bekommen. Also Karl Gustav von Brickmann schreibt sich mit Rahel, hebt diese Briefe lebenslang auf und nimmt sie dann allerdings mit auf seinen schwedischen Ruhesitz, sodass wir heute noch von Rahel Levin und ihren Freundinnen über 15.000 Briefe im schwedischen Wald haben, die noch nicht oder wenig gedruckt worden sind. Hier ist es nochmal in leider etwas klein. Die beiden großen Fundorte, das obere ist die Bibliothek, Bibliotheca Jagiellonska in Krakow in Polen und das untere ist die schwedische Bibliotheca Karolina in Uppsala. Beide verwalten Nachlässe der deutsch-jüdischen Geschichte. Und das ist vielleicht das auch noch Besondere Rahel Levin Farnhagens, dass sie ist deswegen heute auch so berühmt, neben vielen anderen vergessenen Gastgeberinnen, weil ihr Mann diese Briefe gemeinsam mit ihr gesammelt und aufgehoben hat. Und Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte der Sammlung Farnhagen, die hier in der Staatsbibliothek lag, im Krieg ausgelagert wurde, nach Polen gebracht wurde, damals Schlesien, und seitdem dort liegt. Sie galt 40 Jahre lang als verloren und wird jetzt seit den 1980er Jahren so nach und nach wieder besucht und ediert. Also diese beiden Fundorte sind noch Schatzkammern der Rahel-Forschung, in die ich Sie gerne einlade, zu denen man groß wunderbare Forschungsprojekte stricken könnte. Auch das ist mein Appell an die Forschung. Gehen wir lesen. Mit jedem einzelnen Brief erfahren wir ein Detail mehr. Und ein Detail, hier ein Brief an Rahel, den ich Ihnen mitgegeben habe, ist der einzige Hinweis, den ich bisher gefunden habe, dass jüdische Salonieren, hier in diesem Falle Tante Arnstein, Fanny von Arnstein und ihre Tochter, bei Hofe empfangen worden sind. Was etwas auch sagt über die Anerkennung, die sie zu Lebzeiten und wenn auch nur zu ganz kurzen Momenten erfahren haben. Aber dies ist bisher der einzige schriftliche Nachweis auf diesen wirklich großen Schritt vorwärts. Oder einen großen Schritt der Anerkennung, wenn man will. Ich habe Ihnen noch etwas zum Brief mitgebracht. Oh, das heißt Engel des Himmels. Ich weiß nicht, ich hoffe, Sie können es lesen. Das Spannende an diesen Briefen, die dort liegen und die zum Teil noch gedruckt und zum Teil ungedruckt sind, sind, dass sie viel mehr enthalten, als die Nachlebenden wissen. Denn natürlich wurden Rahel-Briefe seit ihrem Tode bis heute in vielen Wiederauflagen zum deutschen Kulturgut, aber immer nur Teile davon. Sie können es hier in den verschiedenen Farben erkennen. Friedrich Gens schreibt an Rahel Levin. Engel des Himmels, das ist bekannt. Und auch am Ende, wie er wohnt und schreibt und doch einige mehr Komplimente an diese Frau. Aber was nur bei einigen gedruckt ist, beispielsweise seinen Schlusssatz, niemand ist so schmeichelbar als ich, ein Hinweis darauf, dass man Rahel Levin durchaus ehrlich und offen entgegentrat und sich so gab, wie man war. Und dann die praktischen Hinweise auf das mehr rasante und oft auch lustige, hier steht jetzt also vom Hauptspaß, Leben. Auch das wurde nicht immer gedruckt in den letzten 200 Jahren. Pauline ist die beste Freundin Rahel Levin Farnhagens, Pauline Wiesel, und mit der sich Friedrich von Gens, der Publizist und spätere rechte Hand von Metternich, heimlich getroffen hat und hier eben schreibt, was wir da gefressen haben, mitten unter Konfidenzen und Tränen, das fasst die Welt nicht. Nicht nur ist hier noch ein großer Schatz an realem, praktischen, lustigen, auch Liebesleben zu entdecken, das sich mit der Philosophie in den Briefen durchaus mischt. Es war eben auch so, dass man Rahel Levin wirklich so schreiben konnte, wie man selber war. Und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne ein Zitat von ihr selber vorlesen, das wenig bekannt ist, was sie zum Vertrauen geschrieben hat. Vertrauen, das ihr die Briefschreiber entgegenbringen. Vertrauen ist keine edle Tat, wie viele meinen. Vertrauen kann gewirkt werden durch Einsicht und Güte. Liebe, wenn Sie wollen. Und ich kann niemandem mehr schuldig sein als dem, der mir Vertrauen ablockt. Den verehre ich, den entzückt mich. Das ist mein geliebter Freund, dem ich alles sagen kann.
dem ich sehr viel nicht zu sagen brauche, der mich ganz durchsieht. Mit dem Satz möchte ich Sie noch einmal mitnehmen, denn Beate hat es angedeutet, zu den Orten und zu den geselligen Praktiken der Zeit. Jetzt haben Sie etwas über das Ideal der Kommunikation vielleicht gehört. Nun nehme ich Sie mit, direkt in den Ort des Geschehens. Berliner Salons, wenn sie auch nicht so genannt werden, so haben sie doch als besondere Orte existiert. Hannah Arendt hat sie bekanntlicherweise exterritoriale Orte in Preußen genannt. Sie müssen sich vorstellen, 17, als Rahel geboren wird, ist noch Friedrich der Große Herrscher über Preußen. Preußen ist eine große Ständegesellschaft und geprägt von der Janusköpfigkeit, auch dieses besonderen Herrschers. Was für Berlin heißt? Berlin wird eine entstehende Kulturmetropole. Ich habe sie hier mitgenommen, direkt auf den Gendarmenmarkt, mit etwa dem Blick, den Rahel Levin-Farnhagen aus ihrem Zimmer gehabt haben könnte. Berlin entsteht als Kulturmetropole, als Hauptstadt dreier Aufklärungen in genau diesen Jahrzehnten. Die preußischen Juden aber leben nach dem Generalprivileg. Das ist ein Euphemismus. Sie sind zahlenmäßig begrenzt. Sie sind in 6 Schichten eingeteilt. Nur die Obersten dürfen dauerndes Aufenthaltsrecht erwerben und müssen dafür einen Schutzbrief kaufen. So auch der Vater von Rahel Levin. Und Sie wissen ja, große Bankiers haben dem Preußenkönig seine Kriege finanziert oder die Wirtschaft unterstützt. So auch ihr Vater. So privilegiert sind sie in diesem friderizianischen Sinne. Es gibt aber, anders als in allen anderen deutschen Städten, in Berlin kein Ghetto, sondern diejenigen Juden, die zugelassen sind, die bleiben dürfen, wohnen mitten in Berlin, hier eben in der Jägerstraße, unmittelbar zum Zentrum. In Zentrumsnähe mit Blick und Laufnähe zum Theater, eine wesentliche Stätte des Salongeschehens. Exterritoriale Orte mitten in der Stadt, exterritorial deswegen, weil wir keine anderen Orte haben, wo adlige und bürgerliche Männer und wenige Frauen miteinander ins Gespräch kommen können. Es gibt noch keine anderen. Es gibt sozusagen ein geselliges Vakuum. Sie sind in Geschäftsbeziehung, aber sonst treffen sie sich nicht. Und der einzige Ort, wo sie das tun können, sind die Häuser der wohlhabenden, gebildeten Juden mit ihren sehr gebildeten Töchtern. Und eins davon ist das Haus Levin in der Jägerstraße. Einer der Gäste der damaligen Zeit, der Theologe Friedrich Schleiermacher, formuliert es ja auch so, er muss sich noch entschuldigen, dass er in diese jüdischen Häuser geht, weil seine Schwester befürchtet, es schadet seiner Karriere, und er schreibt, nein, das sei gar nicht unverständlich, denn es sind die einzigen Häuser in Berlin, in denen man Fremde von mancherlei Ständen ungeniert treffen könne, die ein offenes Haus machen, weil sie wegen ihrer Bildung und großen Vernetzung gerne gesehen sind. In dieser Zeit, in dieser Epoche entsteht also in diesem Ort mit diesem Blick der erste oder zweite Salon in Berlin. Wesentlich als intellektueller Vorläufer neben der preußischen Judenpolitik ist die Tatsache, dass Berlin Hauptstadt dreier Aufklärungen sind. Die Frauen, die jüdischen Frauen, die dann als Salonfrauen bekannt geworden sind, wachsen in dieser Atmosphäre auf, lernen in dieser Atmosphäre. Sie sehen hier links, etwas idealisiert natürlich, Moses Mendelssohn als großer Kopf der jüdischen Aufklärung, der zusammengearbeitet hat mit Lessing, der dort am Tisch steht, die verschiedene Zeitungen zusammen herausgeben. Lessing verewigt ihn ja auch als Nathan im gleichnamigen Theaterstück. Es gibt hier schon einen Austausch, ein intellektuelles Zusammenwirken, und Mendelssohns Töchter wird ja nicht ohne Grund später auch eine der führenden Frauen der Salongesellschaft, Brendel Veit, spätere Dorothea Mendelssohn-Schlegel, Freundin von Rahel Levin. Die Salonieren werden auch deswegen manchmal Mendelssohns Töchter genannt, weil sie in dieser Atmosphäre des Austausch und mit den Texten der Männer groß werden. Ich habe sie Ihnen noch einmal mitgebracht. Die andere große Berliner Saloniere, Freundin, manchmal auch Konkurrentin Rahel Levin-Farnhagen. Und hier sehen Sie den großen Kultursprung, wie es damals genannt wurde oder heute noch genannt wird, den die jüdischen Frauen in dieser Generation machen. Rechts die Frau Moses Mendelssohn, dann auch nach jüdischer Sitte angezogen. Und die Salonieren, die seit dieser Zeit
auch als emanzipatorisches Vorbild ja beansprucht werden, aber dieses Bild versinnbildlicht sozusagen den Kultursprung oder, wie es in anderer Richtung heißt, die Abtrünnigkeit, die Kettenbrecherin der Berliner Salons. Sie sehen es ja, es ist ein Jugendporträt einer jungen, verheirateten jüdischen Frau, die nicht ihr Haar bedeckt, die sich als griechische Göttin porträtieren lässt, beziehungsweise so von ihrem Mann porträtiert wird. Das Bild hing auch im Salon Herz. Das ist mottogebend für die Zeit und versinnbildlich bis heute, was dort an Grenzen überschritten wurde, welche Freiheiten vielleicht ausprobiert wurden. Hier habe ich nochmal die beiden jugendlichen Brüder Humboldt einfach mitgebracht, um zu sehen, wie jung sie ungefähr zu der Zeit waren. Es ist nicht ganz leicht, Porträts aus der Zeit zu bekommen. An den beiden kann man auch wunderbar darstellen, wie der Austausch wirklich stattgefunden hat. Beide haben von den Salonfrauen Sprachen gelernt. Beide haben beispielsweise von Henriette Herz Hebräisch gelernt, haben mit allen Salonfrauen fremdsprachlich korrespondiert. Alexander von Humboldt geht ja dann bald auf Weltreise und es ist ein Zeichen seiner persönlichen Anerkennung, dass als er wiederkommt, er nicht nur Vorträge über seine Weltreise in der Akademie hält, sondern auch die gemischte Geselligkeit bei Rahel Lewin-Farnhagen, also noch Rahel Lewin, in ihrer Dachstube sucht, um dort von seinen Ergebnissen und Anschauungen und von seinen Erlebnissen zu berichten. Es gibt vielleicht indirekt einen Hinweis darauf, wie gebildet diese Gesellschaft, wie interessiert und wie offen sie auch gewesen ist. Hier habe ich noch ein paar mehr Frauen der damaligen Zeit mitgebracht. Auch das zur Stilisierung. Hier ein berühmtes Porträt Rahel Lewin-Farnhagens mit dem Buch, die oft dann im Vergleich zu Henriette, von der wir nur dieses eine Bild aus der Zeit haben, dann oft als die unschöne, vermännlichte, aber dafür klügere Frau dargestellt werden. Ich darf Ihnen sagen, in den Briefen beider Frauen finden wir dafür keine Beweise. Beide Frauen, wie auch Dorothea Mendelssohn oder Fanny von Arnstein, waren ungeheuer gebildet, sprachen mehr als 4 Sprachen. Sie hatten ja auch Hauslehrer und Unterweisende in den verschiedenen Sprachen und später dann informelle Fortbildungen über Vorlesungen, vor allem aber über Literatur. Wenn Sie sich vorstellen, um es mal so zu brechen, wie viele Bücher lesen Sie an einem Tag? Wenn man in die Briefe guckt, waren es bei den Damen gerne 3 oder 4. Und ich meine wirkliche Bücher, Werke Goethes, Werke Schlegels, andere heute vergessene Autoren, auch internationale. Bücher waren etwas so Wertvolles, man musste sie sich ja, man hat ja nicht jeder ein Exemplar gehabt, man hat sie sich hin und her geschickt. Und über dieses, ich schicke Ihnen hier 12 Bände Romane, heißt es einmal an Rahel, mit der Nachformulierung, ich bitte Sie, sie gut zu verwahren und nicht auszusenden wie Christus seine Apostel. Das heißt aber auch, Bücher wurden weitergereicht und man weiß, dass sie bis zu 4 oder 5 Bücher in einer Woche, bis zu manchmal 3 Bücher an einem Tag gelesen und anschließend diskutiert haben. Das ist natürlich ein ungeheurer Bildungswille auch, der dahinter steckt. Und ich beneide diese Anzahl bis heute. Ich habe es nicht geschafft, muss ich zugeben. Ein Satz vielleicht zum Mythos und Wahrheit von der Dachstube. Ich habe das Bild etwas verkrisselt. Das ist die damalige, also sozusagen hier sind wir unter den Linden und hier um die Ecke tatsächlich geht es zur Rahels Dachstube, das Haus. Die Adresse gibt es noch, aber sozusagen nicht mehr das Originalgebäude. Deswegen müsste die Dachstube sich hier befinden. Eigentlich aber habe ich das mitgebracht, da die Dachstube sozusagen das Kernstück der Debatte ist. Da man sich bis heute fragt und nicht zu Unrecht fragt, wie 40 Gäste und ein Piano in eine Dachstube gepasst haben soll. Und wenn man in die Briefe guckt, ist es weitaus mehr als eine Dachstube. Es war also nicht so, dass Rahel sich mit ihren Freunden von einer jüdischen Traditionsfamilie wegbewegt hat, sondern man hat im ganzen Haus Gäste empfangen. Es heißt gelegentlich, was kommen heute wieder für Visiten in unser Haus? Und es heißt auch, die Henriette ganz alleine bei mir oben. Also man hat verschiedene Formen von Geselligkeit kombiniert. Man hat auch einzelne Gäste zum Gespräch mit hochgenommen. Daran erinnern sich dann auch einige. Dort hat auch das Kanapé gestanden. Aber im Grunde standen die Türen offen, Tag und Nacht. Und die Gäste konnten kommen, wann sie wollten. Rahel schreibt das mal so schön. Eben kam Heimann, half mir Müller versäumen. Und wir gingen hinaus
zum Picknick mit der Vlies. Also man bekam einen Besuch, begleitete ihn hinaus. Manchmal formuliert sie auch, dass die besten Gespräche unterwegs entstanden sind. Und wenn sie einmal nicht da war, was bei der Salonfrau zu dieser Zeit viel mehr der Fall war, als man vielleicht denkt. Sie war mehrere Monate im Jahr zur Kur. Sie war auch manchmal in Leipzig auf der Messe. Dann empfingen ihre Familienmitglieder ihre Gäste weiter. Und aus diesen Briefen, wen wir heute oder gestern mal erwartet haben, also wer dann gekommen ist, wenn sie nicht da war, wissen wir eigentlich, wer alles bei ihr gewesen ist. Und die Familie hat sie tatkräftig unterstützt. Also mit Nachtbild. Genau. Wilhelm von Humboldt hat dieses Phänomen des offenen Hauses als endemisches Übel der Berliner nie zu Hause zu sein, zu bezeichnen. Was aber eigentlich nur hieß, sie waren dauernd miteinander unterwegs. Und ich habe Ihnen mal die Bilder eines einzigen Tages mitgebracht. Man hat also gelustwandelt unter den Linden, von dort einen Brief geschrieben, dass man sich abends im Theater auf dem Gendarmenmarkt treffen wollte. Wilhelm von Humboldt bekam in Tegel Post, dass er sich dazu einzufinden habe. Nachmittags gab es einen Tee am Brandenburger Tor bei den Zelten oder ein gemeinsames Picknick. Und nach der Theatervorstellung traf man sich zum Nachttee, Entschuldigung, bei Rahel Levin Farnhagen. Das Billett zum Nachttee haben Sie ja gesehen. Und man kann vielleicht vermuten, dass dieses Zusammenlaufen auch wirklich ein spontanes war. Man konnte nach der Theateraufführung spontan beschließen, ach, wir schauen noch mal, da oben ist noch Licht, wir diskutieren gleich das frisch, das Gesehene. Und dass die Brüder Humboldt bei ihr verkehrten, lag sicherlich daran, dass man sich im Theater getroffen hat oder auch, dass die Humboldts einfach schlicht gegenüber ihr Stadthaus hatten und auch sehen konnten, wenn dort oben noch etwas los war. Und dann kam es zu einem spontanen Nachtee mit verschiedensten Gästen und das Theaterleben, das Literarische, auch ein bisschen Klatsch, wurde top aktuell diskutiert. Hier habe ich Ihnen einen Brief der Familie mitgebracht. Das ist sozusagen, wo die Gäste Brinkmann, der Gast Brinkmann und Markus Levin und Händel Levin, also Familienmitglieder mit einem Gast gemeinsam an die Saloniere schreiben. Das Phänomen ist wenig untersucht, gibt es aber vielfach Familienbriefe. Sie ist zur Kur und schreibt nach Hause, hält also die Verbindung per Brief und hat, und das ist wesentlich, in dem Kurort, gar nicht in Berlin, sondern wirklich dort, wo man freizügig miteinander plaudern kann, im Kurort eine Gräfin kennengelernt, die sie gerne mitbringen möchte, also einen neuen Gast gewonnen. Worauf ihre Familie und ihre Gäste versichern, dass sie alles zum Empfang der Gräfin vorbereiten würden. Es deutet auch vielleicht an, wie schwer es manchmal war, neue Gäste zu gewinnen, dass man dafür doch Berlin oder den eigenen Ort verlassen konnte und entweder im Theater oder eben im Kurort oder auf Reisen jemanden kennenlernen konnte und zu Hause die Infrastruktur hatte, die dann alles vorbereitet hat. Tja, ich habe Ihnen noch ein bisschen mehr O-Töne mitgebracht, um auch sozusagen, um Ihnen zu zeigen, wie man aus diesen Briefen dann ermitteln kann, was zum Beispiel gelesen wurde und in welchem Tonfall man miteinander umging. Ich sagte schon, Rahel Levin fährt zur Kur und lässt sich dort über ihre Verbindung des Salons zum Beispiel Goethes Horen nachschicken. Das ist die Zeitschrift, die Goethe und Schiller zusammen rausgeben, ein ganz neues Projekt. Die Salonfrauen sind so daran interessiert und ganz besonders Rahel Levin Farnhagen, dass sie ihre Beziehung spielen lässt und ihre Freunde, die nach Weimar reisen, bitten, darüber zu berichterstatten und ihr sie vielleicht auch sogar mitzubringen und ihr dann an den Kurort hinterherzuschicken. Und sie bedankt sich auf ihre eigene Art. Sie werden gewiss zufrieden sein, mir ein so großes Vergnügen zu machen. Denn ich habe ein unbeschreibliches, sie schon heute Abend zu lesen. Sobald es wird morgen sein, wie unsere haben, schicke ich sie Ihnen zurück. Ich danke Ihrer Großmut viel. Der untere Brief bedeutet dann, dass wieder ein Billett aus dem spontanen Vorbeigehen. Da war Brinkmann spontan vorbeigekommen, als sie gerade nicht anwesend war. Sie kommt zurück und findet ihre Schreibfedern gespitzt und bedankt sich dann mit einem kurz abgerissenen Papier, auf dem nur steht, tausend Dank, lieber Brinkmann, für die ästhetische Behandlung der Gänsekiele, wie will ich sie gleich einweihen. Daran sehen Sie schon, es ist fast wirklich wie heute ein permanentes Kommunizieren, ein fröhliches Miteinander über verschiedene Orte hinweg, ein sehr lebendiges Hin- und Herschicken von Büchern, Nachrichten
Und wenn man Glück hat, eben auch Gedanken. So, das bringt man irgendwann, ihr schreibt, dass ihm zu Hause die Gedanken erst kämen, die ihm beim Nachttee schon gekommen waren, aber die sich nicht auf die Lippen gewagt hatten. Also manchmal hat man das große Glück und findet die Gedanken dann auch in dem Brief. Und aus dem weiß man dann auch, worüber sie sich schwerpunktmäßig wirklich unterhalten haben. Es ist viel Literatur, es ist oft auch das Vergnügen am eigenen Austausch, am Gespräch. Sie bestätigen sich also ganz viel gegenseitig, wie interessant es ist, jemand aus einer anderen Lebenswelt kennenzulernen. Es ist wirklich ein sich aneinander, aufeinander zuschreiben sozusagen. Ein gemeinsames Kennenlernen per Text, per Gespräch, per Brief. Das ist als solches, das Phänomen selber ist großes Thema. Damit komme ich zu einem der berühmtesten Gäste, zum Enfant terrible des preußischen Hofes, Prinz Louis Ferdinand. Das haben Sie vielleicht schon gehört, dass sie ihm von ihm gesagt hat, wen der ordentliche Dachstubenwahrheiten soll er hören. Das Zitat ist berühmt, oft auch ein Buchtitel geworden. Da fragt man sich, was das heißt. Ordentliche Dachstubenwahrheiten klingt schon danach, als sie ihm mal ein paar Takte sagen möchte. Tatsächlich aber war es so, dieser Prinz hat mit ihr viel über Philosophie gesprochen und sie fragt sich, aber bevor er kommt und bevor sie sich so intensiv kennenlernen, wie kann man denn mit einem Prinzen sprechen? Was habe ich denen schon zu sagen? Und endet mit dem Brief mit ordentliche Dachstubenwahrheiten. Soll man hören? Kann er hören? Soll er zu hören bekommen? So. Die Frage ist ja immer, wie geht man standesübergreifend miteinander um? Und als ich mich gefragt habe, wie sie da mit den heiklen Themen umgehen, beispielsweise mit der Tatsache, dass Rahel Levin-Falkenhagen zu dem Zeit noch keine Bürgerrechte hat und er ein Vertreter des preußischen Hofes ist, dann darf ich Ihnen verraten, das wird gar nicht thematisiert. Man redet über Philosophie, über menschliche Dinge, über die großen Liebesgeschichten des Prinzen, auch über sein Unglück, dass er gerade nicht zum Militär eingezogen werden kann, über seine großen Talente, über die Aufgabe des Menschen in einer Gesellschaft des Umbruchs, aber über Politik redet man mit dem Prinzen selber nicht. Also es werden Brücken gebaut über das allgemein Menschliche, eher denn über das Kontroverse. Das Kontroverse wird durchaus auch diskutiert, aber dann eher unter den Jüdinnen untereinander. Über die Grenzen hinweg versucht man über Literatur, Kultur und Humanität Brücken zu finden. Der Prinz kommt, weil er von ihr gehört hat, aus zwei Gründen. Weil er sich mit ihr gut unterhalten kann und gut verstanden fühlt. Er nennt sie seine philosophische Hebamme und dankt ihr dafür, dass sie ihn von seinen eigenen Gedanken so sanft niederbringe. Ein zweiter Grund ist natürlich auch, dass er bei Rahel Levin, also in einem jüdischen Haus und nur in einem jüdischen Haus, seine Geliebte, die Schauspielerin Pauline Wiesel, treffen kann. Das hätte in einem bürgerlichen Haus nicht gekonnt. Aber über diese beiden Verbindungen hinaus wächst eine lebenslange Freundschaft. Etwas kurz natürlich, weil der Prinz 1806 dann schon gefallen ist. Aber seine wunderbaren Liebesbriefe finden sich in ihrer Ausführlichkeit auch heute in der Sammlung Farnhagen, weil er sie ihr anvertraut hat. So. Ha. Jetzt hat sich, glaube ich, da tatsächlich meine Technik etwas aufgehängt, aber denke mal, da ich schon so lange gesprochen habe und gerne mit Ihnen sprechen würde, kürze ich jetzt ein bisschen ab und würde Ihnen nur noch gerne ein anderes Zitat mitbringen. Da. Wenn man jetzt in die Briefe der Gäste untereinander guckt, findet man große Begeisterung, aber ab einem gewissen Zeitpunkt findet man auch süffisante Bemerkungen. Und die beziehen sich durchaus auf das, was Rahel Levin und ihre Freundin eigentlich überbrücken wollen, nämlich auf das Jüdischsein. Hier abgebildet sind Wilhelm von Humboldt, Friedrich Gentz und Gustav von Brinkmann, also die viel genannten Gäste. Und in Randbemerkungen findet man etwa ab 1800 doch solche Sätze, also so eine Zweiteilung. Meistens sogar, ich sage mal in Anführungsstrichen, humorvoll gemeint. Also Wilhelm von Humboldt will sich durchaus bei Rahel verabreden, wenn er schreibt, arrangieren Sie eine Christen, wenn nicht, möglichst dann eben eine Judenpartie. Heute hat das einen ganz anderen Beigeschmack und es wird auch mit der Zeit schärfer. Also es gibt so einen schleichenden Wiedereinzug dieser Kategorie. Das Interessante ist, dass das den jüdischen Frauen durchaus bewusst war und Rahel Levin sich oft mokiert hat darüber und sich fragt, ob ihr gewisser Freund einen Judenverdruss oder schon wirklich einen Judenhass habe und dass sie hofft, dass er es wieder überwinden kann. Genau.
Jetzt würde ich tatsächlich nur noch ein Beispiel auf der Rezeptionslinie zeigen, dass Rahel sich zeitlebens mit ihrem Judentum auseinandergesetzt hat und durchaus auch mit den Schriften des Judentums, also nicht nur mit den Traditionen. Ein Zitat habe ich ausgewählt, das schreibt sie an David Veit, ihren jüdischen Jugendfreund, der Medizin studieren geht und diesen wunderbaren Briefwechsel ich Ihnen nur empfehlen kann. Sie diskutieren ganz viel über Lessing, aber auch über Moses Mendelssohn. Und da heißt es, dass er einer ihrer großen Vorbilder ist, weil er als Jude etwas gezeigt hat, was der Jude als Christ und Jude leistet. Also, dass Moses Mendelssohn versucht hat, dort zu vermitteln. Und sie diskutieren dann darüber, dass es in ihrer Generation nicht mehr so leicht ist, sondern vielfach erwartet wird, dass sie konvertieren, was sie dann später auch tun muss, als sie ihren Mann findet und heiratet. Diese Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Judentum ist wie die Auseinandersetzung mit ihrem Stand und ihrem Frausein sozusagen der große Ansatzpunkt für die positive Rezeption. Rahel Levin wird ja dann zur Vorreiterin der Frauenemanzipation gerne, als Vorreiterin der Frauenemanzipation ebenso genannt wie als Vorreiterin der Judenemanzipation oder eben dann im negativen Kontext für dieselben Taten als Ursache der großen jüdischen Verschwörung. Auch das in Anführungsstrichen. Also in beiden Richtungen, positiv wie negativ, wird ihr da ein großer Einfluss und ein großer Kultursprung oder ein Akkulturationsvorgang nachgesagt. Was ich hier sagen möchte, ist, sie hat sich mit beiden Themen intensiv auseinandergesetzt und es würde sich wirklich lohnen, in die Schriften in ihre intellektuelle Arbeit noch hineinzusehen. Ein Beispiel, wie versetzt die Rezeption, also wie man sozusagen auch mit ihren Zitaten gearbeitet hat, ist das berühmte Zitat, was sie aus ihrem Totenbett sagte. Sie hat jetzt über 30 Jahre gesellschaftliches Engagement und Brückenbauen hinter sich und ihr Mann überliefert von ihrem Totenbett dieses Zitat. Welche Geschichte? Eine aus Ägypten und Palästina Geflüchtete, bin ich hier und finde Hilfe, Liebe und Pflege von euch. Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möchte ich das jetzt missen. Mit diesem Zitat begründet Hannah Arendt auch wesentlich ihre Zusammenfassung, dass Rahel Levin trotz aller Anstrengungen, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, am Ende Jüdin und Paria geblieben sei. Das Interessante ist, da hat sie sicherlich auch recht, das Interessante ist aber, dass sie nur mit der Hälfte eines Zitats gearbeitet hat. Und das Zitat laut in Gänze, es endet nämlich mit Jesus. Und das heißt, in einem Zitat Rahel Levin Farnhagens, wenn man es sich in Gänze anschaut, findet man die Auseinandersetzung mit dem Judentum und dem Judentum, zu dem sie stolz steht, und ihr Interesse an christlicher Religion. Und diese Geschichte, ihre Auseinandersetzung mit dem Judentum und dem Christentum ist bis heute nicht zu Ende geschrieben. Also da, und es herrscht in beide Richtungen eine so große Toleranz und ein Versuch, es zu verbinden und es in ihrem eigenen Leben auch zu verbinden, dass sie, wie ich denke, heute uns ein großes Vorbild da sein kann. Interessanterweise ist nur, je nachdem, wie man sie bis heute deutet, arbeiten die Menschen und die Autoren, auch die Forscher, mit der Hälfte des Zitats oder mit dem ganzen Zitat. Drei Sätze nur zur Nachwirkung, die bis hier gekommen sind. Ihr Mann, Karl August Farnhagen, den sie 1814 heiratet, der ja deutlich jünger war und ein großer Diplomat und ein großer Brief- und Autographensammler und ein großer Verehrer seiner eigenen Frau, hat nach ihrem Tod 1833 gleich ausgewählte Briefe veröffentlicht und hat damit auch namengebend diesen Autorennamen Rahel gegeben, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. 1834 gleich in erweiterter Auflage. Und dieses Buch ist die Grundlage für Rahel Levins Weltenruhm bis heute. Es wurde international nachgedruckt, übersetzt und es kommt zu diesem großen Moment der Identifikation der nachfolgenden Generation. Ich habe hier nur ein Zitat mitgebracht, Fanny Lewald, die sagt im Prinzip alles, was ich erlebt habe als Frau, als Jüdin oder im Fanny Lewalds Fall als Frau und Jüdin, all das hat Rahel gekannt und aufgeschrieben. Also diese spezifische Sammlung der Briefe Rahel Levins führt in den folgenden Generationen dazu, dass die Frauen sagen, unabhängig, wie sie damit den Texten eigentlich umgehen, sie hat es gesagt, sie hat es ausgesprochen. Und das führt zu sehr, sehr vielen Emanzipationserlebnissen nachfolgender Autorinnen und Zugeständnissen männlicher Autoren, dass man die Briefe von Frauen auch drucken sollte.
Insofern hat diese Veröffentlichung nach ihrem Leben einen weit größeren Effekt als vielleicht das unmittelbare Beieinandersein um 1790. Sagen wir zumindest einen gleich großen. Und in diesen Briefen hebt sie diese Auseinandersetzung mit dem Judentum, mit der Frauenemanzipation, aber auch vor allem mit den menschlichen Begegnungen und was Geselligkeit eigentlich ausmachen soll, auf. Ganz am Ende, wenn man sich fragt, wie sie selber überliefert sein möchte, kommt neben diesem Buch, was sie, das muss man wissen, selber mitgewollt hat. Sie hat schon als mitteljunge Frau gesagt, wenn ich tot bin, sammle alle meine Briefe, es wird eine Originalgeschichte und poetisch. Sie wollte sich also in diesen Briefen aufgehoben wissen, aber auch immer im Zwischenmenschlichen. Und dieses Zitat, was auf ihrem Grabstein, neben ihrem Grabstein in Berlin heute zu finden ist, wollte ich Ihnen abschließend mitgeben. Und dann vielleicht, um, das ist noch etwas zu kurz gekommen, Ihnen Humor zu zeigen, eine Geschichte. Denn als sie 1831 schwer krank ist, schreibt sie, was kaum jemand weiß, ihren eigenen Nachruf. Und schreibt auf einem Zettel, dort hinein, wenn ich sterben muss, denke, sie hat alles gewusst, weil sie alles kannte. Nie etwas war, nichts beabsichtigte und alles durch Nachdenken siebte. Und in Zusammenhang brachte, sie verstand Fichte, liebte Grünes, Kinder, verstand Künste, der Menschen behelf. Wollte Gott helfen in seinen Kreaturen, immer da, ununterbrochen. Und sie dankte ihm für diese ihre Beschaffenheit. Das war dem alten Drachen seine gute Seite. Und mit diesem letzten Wort Rahel Levins bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.